Also angefangen haben wir mit unserer Carrybox, die ich hier auch in der Hand halte. Das war unser erstes Produkt. Das war unsere Erfindung, die Erfindung meiner Frau, die wir 2020 im Mai gefunden haben, beziehungsweise versucht haben zu entwickeln und die wir dann durch eine Recherche, dass wir halt herausgefunden haben, dass es überhaupt keinen Poolaufbewahrungskorb gibt auf der ganzen Welt. Ja, unsere ersten Herausforderungen waren, als wir mit unserem Projekt 2020 gestartet haben, einen Logistiker zu finden, einen Logistikdienstleister, der uns dabei hilft, von Fernost Ware nach Deutschland in unser Lager nach Olfen zu bekommen. Wir sind dann nach kurzer Recherche, nachdem ich einige Speditionen in der Umgebung, in der Region angefragt habe, bin ich auf die Plattform Twill gekommen, mit der ich mich dann auseinandergesetzt habe, mir alles angeschaut habe, um dann relativ zeitnah herauszufinden, dass Twill das All-in-One-Paket bietet, was ich in dem Sinne gesucht habe, wo ich mich halt eingelesen habe und dann gesehen habe, dass Twill halt von Door-to-Door den Versand bzw. den Container bei mir in China an unserer Produktionsstätte abholt und den dann bis zu uns nach Olfen bringt. Und ja, es war halt relativ einfach, auf der Plattform sich zurechtzufinden. Ja, letztes Jahr, im Jahr 2022, im Mai, haben wir halt angefangen, auch außerhalb von Europa zu verkaufen, haben den Export von Holland nach Amerika in unser Lager nach Henderson, verschifft, auch natürlich mit Twill, was wunderbar geklappt hat. Und ja, die Expansion sieht halt vor, dass wir halt weiter unsere Produkte weiter von Europa nach Amerika verkaufen, sowie haben wir jetzt auch schon Waren von China direkt nach Amerika schicken lassen. Und ja, wir hoffen halt, dass wir mit Twill weiter wachsen können, dass Twill uns dabei unterstützt.